Ab geht's, jetzt machen wir wirklich die letzten beiden Sender. Hier bei Halo Infinite auf dem PC, herzlich willkommen zurück, ich bin euer Kalafater, schön, dass ich wieder da bin. Boom, so schnell kann man auch eine Begrüßung machen, denn wir sind ja mittendrin hier. Wir sind mittendrin und ich dachte mir, ich mache einen kleinen Cut hier, mittendrin. Einfach mittendrin, einfach weil wir es können. Wird schon schief gehen. Du warst das nicht, das war ich, wenn... Oh, der Ghost ist auch hinüber. Ich schieße auf die Freaks echt gerne ab. Kommt ruhig. Ein Verwandter weniger, der Ärger macht. Früher hat es mal geheißen Allianz, jetzt heißt es halt Verbannter. Es ist aber nicht so viel Unterschied wie zu vorher. Ideologisch zumindest. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben es geschafft. Sehr gut, wir steigen ab. Komm. Gesichert. Gut gemacht, Chief. Hey. Ich habe, glaube ich, einen Audiolog gehört. Nur einen Moment. Und los geht's. Da gibt's lauter Spartan-Kerne. Und auch hier gibt's einen Spartan-Kern. Wo ist der? Hier oben irgendwo. Moment. Ich probier's mal hier. Wenn man ihn schon hört, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Dann ist er schon in der Nähe und da ist er auch schon. Sehr gut. Wie schauen wir aus? Spartan kerntechnisch. Sieben Stück. Was? Okay, dann werden wir den Ortungssensor wohl aufbessern, weil wir haben sonst alles schon aufgebessert. Erhöht den Erkennungsradius des Ortungssensors. Passt, nehmen wir. Nächstes. Fügt dem Ortungssensor eine zweite Ladung hinzu. Nehmen wir. Und? Reduziert die Abklingzeit um 40%. Nehmen wir. Was wäre das Nächste? Der Ortungssensor zeigt Gegner und ihre Gesundheit ununterbrochen an. Das ist ja mal geil. Und da ist jetzt ein Audiolog. Natürlich. Ein Verbanden-Audiolog. Wir sind richtig gut unterwegs. Was war nichts? Was hat überlebt? Oh mein Gott, ich will es wissen. Wird nicht lange dauern. Fehlt nur noch eins, oder? Das wird... klappen. Status? Status? Was ist passiert? Chief, irgendwas wehrte sich, scannte mich, aber es ist weg. Sicher? Ja, wahrscheinlich eine Art Sicherheitsprotokoll. Es ist nichts. Holen wir das letzte Paket. Hat sie jetzt das vorletzte Paket erhalten? Sieht eher so aus, hey, nein, lass das, und hat ihr auf die Finger geklopft und das war's. Aber anscheinend doch nicht. Cool, hey, sorry. Du bist noch da. Nice. Selten, dass Marines Kontrollpunkte überleben bei mir, weil ich mich nicht drum kümmere, um die Marines. So, wo ist denn jetzt eigentlich was? Was machen wir jetzt? Oh Gott, wir brauchen diese ganzen Spartan-Kerne, ganz ehrlich gesagt. Ich will die haben. Wobei es eigentlich egal ist, mittlerweile. Seid ihr in Ordnung? Es ist egal, lassen Sie das. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Er hat mich gescannt. Etwas? Bestimmt nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes? Oder auch nicht. Ernsthaft? Keine Sorge, wir kommen schon klar. Dann gehen wir zum Vorposten-Hotel, hätte ich mal gesagt, als nächstes. Aber auf dem Weg dorthin könnte man zumindest diesen Spartan-Kern einsammeln. Komm, den sammeln wir schon ein. Wo ist unser? Wird schon schief gehen. Ja, sicher wird's schief gehen. Upsi, der schießt ja.
Ich vergesse immer, die Steuerung ändert sich ja von jedem Halo-Teil zum nächsten. Sind Sie sicher, Chief? Ja, bist du sicher? Sicher nicht. Boom. Schau, nichts passiert. Wer braucht schon die Gesetze der Physik, wenn er mit dem Master Chief in einem Fahrzeug fahren kann? Komm, das muss gehen. Das muss. Ja, es geht auch. Hör auf zu schießen, bevor ich es dir befehle. Kanonenfutter! Ich helfe dir mit der Todessehnsucht. Aber die Kommentare sind noch immer gleich bescheuert wie früher. Wo ist eigentlich der eine legendäre Marine? Alle in Deckung gehen! Der da ist tot. Wow, du hattest Glück. Normal sterben die Marines immer, wenn sie so einen Schock bekommen. Der war ganz gut unterwegs. Schau, ich sehe ihn schon, den Spartan-Kern. Oh, schau. Ich kann nicht. Warum schreist du nicht einfach, Affe? Toter Verbander hier drüben. Cool. Ich kann leider nichts machen mit dem Gangus auf diese Entfernung, wie es ausschaut. Ich tue ihm weh. Okay. Geh mal. Präzisionswaffen sind bereit. Super. Hey, der war eh tot. Interessant. Was haben wir hier? Haben wir gerade Munition für die Bazooka erhalten? Das ist ja mal nice. Das ist ja mal wirklich nice. So. Wo ist denn jetzt unser Fahrzeug? Ah. Mit der Rüstung ist... Was? Ich hab dich nicht ganz verstanden, mein Freund. Gut, dann gehen wir mal zu Hotel. Vorposten Hotel. Wir gehen Vorposten Hotel. Ist er da? Wenn er nicht da ist, dann hat er Pech gehabt. Der muss auf meine Befehle hören, es hilft alles nichts. So, sind wir richtig? Yep. Wir folgen der Straße. Panzersperren. Alle Einheiten! Alle! Das Fahrzeug greift mich an! Das Fahrzeug greift mich an! Ja, was hättest du erwartet? Dass wir einfach vorbeifahren? Ja! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Ich muss weg. Er ist aus dem Fahrzeug. Schreib da. In die Schatten. Der ist tot. Sogar ein hochrangiger, wie es ausschaut, der da gerade gestorben ist. Ich höre doch, dass da ein Audiolog ist irgendwo. Nur leider hat es mir da vorne. Und ich. Ja, das habe ich auch bemerkt. Und wieder hat man ja Glück, dass man welche sieht. Einseitigen Kanal öffnen. Scan des Reverie-Standorts abgeschlossen. Der Außenposten hier. Das sind nicht nur Baracken. Sie bergen Technologie der Blutsväter aus dem Ring. Manche Artefakte habe ich noch nie gesehen. Und noch was. Mehr als die Hälfte dieser Verbandenabteilung ist zu einer anderen Ausgrabungsstelle unterwegs, südlich von hier. Und das auf Befehl des Kriegsherrn. Eine Blutsfelderanlage namens Konservatorium. Was immer es ist wichtig genug, um Escherons Neu hier zu wecken. Wir müssen dringend das Konservatorium auskundschaften. Das ist so eine Spionage-Geschichte. Bislang dachten wir, Halo Zeta sei wie alle anderen. Was, wenn das nicht stimmt? Ja, das wundert mich nämlich auch. Warum sollte genau eine Halo-Anlage? Weil es gab ja schon mal eine Arche und so weiter.
Ich muss hier nur schneller sein als du. Du bist ein bisschen ein Idiot. Das ist alles, was du bist. Gut. Ah, da oben ist auch noch einer. Mein Fahrzeug? Das ist eines von euch. Ich will es nur noch betont haben. Wir hatten schon einen Kontrollpunkt. Mann! Fuck! Come on, wir haben noch Zeit. Wo ist er? Wo ist der Letzte da oben? Ich sehe dich doch. Was ist das? Kräfte eliminiert. Vorposten Hotel kann befreit werden. Hotel. Dann hotellieren wir mal, aber zuerst gibt's wieder mal einen Audiolog. Fast geschafft, Torres. Nur noch 40 Meter. Rechte Seite. Guter Schuss, Captain. Ach, gute Ausbildung. Okay, Sir. Das ist Ihr Schiff. Schaffen Sie sich heraus. Mein Schiff? Es gibt noch Platz. Was ist mit Ihnen? Ich bin hier noch nicht fertig, Sir. Wir schaffen es aber zum Ring runter. Versprochen. Dann halten Sie es auch, Spartan. Viel Glück. Okay, das klingt schon nach einer relativ guten Evakuierung. Hey, ist das gespaltene Tor? Das wir befreit haben? Ich weiß es nicht mehr. Hier spricht Captain Lasky. Die Infinity ist nicht mehr sicher. Alle Crewmitglieder sollten umgehend evakuieren und zur Oberfläche fliegen. Übermittle die Koordinaten. Was auch kommen mag. Wir müssen sicherstellen, dass wir haben freaking 6 Schuss für die Bazooka. Das kann ich jetzt nicht fallen lassen, einfach. Vorposten erobern. Na bitte, noch ein Vorposten für uns. Dieser hier wurde auf dem aktivsten Schlachtfeld der ersten 48 Stunden des Kriegs errichtet. Aufzeichnungen des UNSC und der Verbanden berichten von völligem Chaos. Es tobte überall, aber nirgendwo so intensiv wie auf der Insel nördlich von uns, wo wir abgeschossen worden, wie Sie wissen. Wiederauferstehung. Das bedeutet, alle Vorposten eingenommen. Die Daten sind faszinierend. Und unvollständig. Ja, den habe ich übersehen. Nur noch ein Peilsender, dann steht uns die Spitze offen. Da wäre auch einer. Gut zu wissen. Ja, super Sache. Leute, bevor wir zum letzten Sender gehen, gibt's einen Cut.